über das Abschlagen in die Matte abzubauen, rund zu rollen, ohne sich zu verletzen. Los geht's! Wichtig im Judo. Und beendet das Ganze mit einem Hebel. Techniken mit den Waffen auch waffenlos umsetzbar sind. Im Training geht es unter anderem darum, die verschiedenen Aspekte des Waffenkampfs zu behandeln. Hier gehören Entwaffungstechniken genauso wie andere Möglichkeiten der Verteidigung. Das ist der Doppelstock, verschiedene Doppelstocktechniken. Abwehrtechniken. Auch hier immer das Ziel, die Gegner zu enden. Wie zum Beispiel eine Zeitung oder eine Zeitschrift. Techniken. Thank you.
Gegen bestimmte Angriffe. Machen wir die Angriffe, die Hosensohle noch einmal. Im Gegensatz zu dem, was man jetzt hier sieht, wird im Wettkampf auch noch mit Kopfschutz gearbeitet. Das heißt, die Kämpfer haben auch noch Kopfschutz auf, um einfach nur gewissen Schutz zu haben, weil man bei uns im Taekwondo mit den Beinen auch zum Kopf schlagen darf. Das heißt, mit der Faust nur auf die Weste, mit den Beinen darf man auf die Weste und auf den Kopf. Das war